Tag. Roswitha, hallo. Das Haus steht zum Verkauf. Sieh, wechsel es. Durch den Herrn Freund. Ich bin eine Kundin. So, er kommt um drei. Das Haus steht doch schon länger da. Oh,
Oh!
auch für Sie. Heute sind wir eine Gruppe. Bitte. Kommen Sie. Mein Freund. Luftig. Wird es ist hell. Eingerichtet. Da. Die Küche war ganz lange neu, wird ich aufrecken. Die Geräte arbeiten glatten. Aus Berlin. Aber. Eine Wunde. Vollwertig. Was geschehen ist. Warum wollen Sie, Frau Albrecht? In das Haus. Verkaufen. Es ist groß. Wie tut es mir? Rand, wenn wir landen, dann rauschen's doch. Vom Garten aus. Hinter dem Gerätestand.
entscheiden. Wenn Sie wollen, dann kommen gegen Sie, Sie. Die Zimmer? Ah. Das bin doch ich. Das war keine Scheune. Hübsch. So hell. Es könnte gerade so bleiben. No. Was wäre es? Dann frei. Binnen einer Woche. Oh, das ist ungewöhnlich. Weil? Ich gehe in die Stadt, ich stoße alles ab. Das Haus wird bald wegen dem Leben und dem Ofen. Oh. Frau Heinrich ist aber auf Kosten des Mannes gut. Eine kalte Kürbung. Alles. Ja. So können Sie das neue Haus persönlich ausgestalten. Herr Schliefer, die Eltern. Gewaltige Schränke. Ein sonniger Raum. Der Spiegel erinnert mich doch an Venedig. Die Lampe, die Höhlen dazu. Fühlen und fühlen Sie sich bitte. Rein. Ich frage mich, wie weich das ist zu weich. Kommen Sie zu mir, denken Sie mich ganz hinein, loten Sie es aus. Loten Sie sich schwer. Angenehm. Sie drehen sich. Da schläft man. Tief. Der Ausblick in den Baumbestand ist womöglich unbezahlbar. Ich bin ehrlich angetan. Hohe Fenster. Ball. Französisch. Hier zwei Flügel. Wie in Frankreich. Und das Glas. Ich bin die Alarmanlage. Bislang war sie auch. Nicht nötig. Nein. Zu gut und letzt. Der Clou. Für die Spur. Mit einem Tisch. Mein Büro, Bibliothek, Bastelraum. Und zu malen. Schön. Nun gut. Die Zimmer waren groß. Und sind es auch als Körnerzimmer. Denkbar. Leider geht doch Fläche an das Satteldach verloren. Im Beton aber Stauraum, die sich nur zerlissen. Um die alten Akten, die Sie horten, zu verwahren. Die Regale. Inbegriffen. Und auch als Nischenwohn zu kuscheln mit den Kindern, denn das doch vermittelt Wärme und Geborgenheit. Es schafft Wohlbehagen. Ein gewisses Nächtgefühl. Da hätten wir das Kabinett um. Was für diese? Und in den rückenlosen Hosen aufzuhängen und sich darin anzukleiden. Die Frau Heinrich. Meine Schuhe. Wanderschuhe. Die ich Ihnen überlasse. Falls ich kaufe. Alle Räume sind zentrale Geber. Das ist gut. Die Bären hart aus Eiche, ein Parkett im Fischkel, die Robin unten Dielen und das Eiche vom Vater verlegt. Musik.
Winter? Mit alten Trauben vom Honig.
wollen aber doch noch einmal tief darüber schlafen, bis wir wie im Schlaf den Kauf beschlossen haben. Oder aber Abstand nehmen. Es ist unser erster Schritt. Die Absicht zu erklären. Auf dem letzten Weg. Ach, das zwei. Verlieren wir den Trost, den Tod der Frau. Mutter. Trauer. Falls es möglich wäre, möchte ich mit meiner Frau, die heute verhindert ist, als Paar am nächsten Morgen noch einmal das Haus besuchen. An Sie. Kürzen. Das sind Sie. Die mich erwarten.
Ja. 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 Afrika! Wir haben uns verspätet. Dafür bitten wir Sie alle, Nadja, um Verzeihung. Zur Besichtigung. Steht von meiner Seite Interesse. Aber Sie denken noch an einen Kauf. Als Nachbarn wünscht man weiterhin die Ruhe, die man kannte, möglichst zu erhalten. Notfalls übernehmen wir daher das Haus. Meine Gäste bitten, sich im Keller zu beladen. Ohne Frage.
oben zu. Tuch um die Glocke.
Schalen und Gehäuse werfen wir getrost hinein, man kocht sie aus, man seid den Sud über den Quitten schnitzen. Albrecht. Ahnen, wie sie fühlen müssen an dem Silberbuchstaben. Ich weiß,
unerkannten, wie wir glaubten. Bis wir sahen, was es anders war. Nadja stand dem Vater wohl zu nah. Thank you.
gekocht verschloss. Schmecken nach dem Grab. Wir werden sie verschenken müssen. Wir schwinden euch! Mache! Ich brauche einen nicht mehr! Nehmt es auf das Sofa! Ich bin auf dem Sofa! Thank you.
Rahmani, meine Frau. Reza, mein Mann. Sehen Sie sich bitte um.
Obacht auf die Scherben!